Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Otto-Quizzes oder Otto der Film, das Quiz, kann man so sagen. Otto der Genau, Film, das Quiz. das zweiteilige Quiz. Haha, geil. Wir sind jetzt hier im zweiten Teil, genau. Und es ist super spannend, weil der erste Teil ist unentschieden ausgegangen. 11:11 war es, glaube ich. Somit geht es jetzt um die Wurst. Und natürlich, wie auch schon im ersten Teil, möchten wir uns bei Alexander Kurt bedanken. Kurt? Ja, Alexander Kurt, vielen Dank an der Stelle nochmal. Er ist unser Ehrenkurt. Hier kommt Kurt oder hier kommt Alex? Das ist die Frage. Hallo Kurt, Gott sei Dank bist du da. Kennst du die Serie? Grausam. Nee, kenne ich nicht. Anime aus den 90ern. Ich Mit so habe einem von Hund, den der immer so Bildern Toten gelacht hat. Hosen und Achso. oder Das war Zander. so ein Wie Hund, haben der die immer so beiden sonst gemacht? Haaaaa, die Habe ich ganze noch Zeit. nie gehört von. Grausam. Echt? Total nervige Figur. Frage Nummer 1. Powerfrage. Nein, Doch, direkt schon. jetzt direkt Also schon die erste Powerfrage Frage, heißt zwei Powerfrage. Punkte. Ja. Kann man absamen. Absamen. Mit Bonus, das heißt, 4 Punkte sind hier zu holen. Das ist so krass, wenn das jetzt einer von euch beiden nur richtig macht, dann geht derjenige 4 Punkte Sollen wir öfter in machen? Die Sarah Führung. geht Das ist ja total, so die Sarah, geil. sag ich schon, Lisa geht total ab. Also, Powerfragen sind mein Ding. Wow. Aber unser ist noch nicht. Gar kaum zu bremsen, die Frau. Beantwortet. Das Schaflied naht. Die Frage ist, welches Schaf die Nummer 306 hat? Der Name? A. Eberhard, dem wurde schon die Leber hart. B. Jochen hat ständig nur gebrochen. C. Dörte, weil es so gern röhrte. Und D. Gunther wollt nie von Dörte runter. Oh, ist das schwer. Was? Welche Nummer? 306. Also der Song bei mir hat's. Hast du schon was? Bei mir hat's irgendwie Klick gemacht, aber es ist nur so ein Bauchgefühl und stimmt wahrscheinlich eh nicht. Sag bitte mal alle nochmal. Ich hab das Eberhard, bekommen. dem wurde schon die Leber hart. Jochen hat ständig nur gebrochen. Dörte, weil es so gern röhrte. Und Gunther wollt nie von Dörte runter. Die haben Huckepack gemacht, bestimmt, oder? Die Sache ist, Mann. es kommen alle vor. Ja. Es kommen alle vor. Ja. Und ich habe ja gedacht, es geht auf das Endding raus. Da redet man noch nicht von, weil es kommt vielleicht noch vor. Das ist so ein langes Lied. Das sind immer Und ich wieder, habe jetzt wacht das er auf. genommen. Ich habe vom Rhythmus, das Ich sechste auch. Schaf hieß. Ja, dann Und hast du dann haben wir A. das gleiche Dann A. hast du A. Ich Vom habe auch A. Rhythmus. Das war direkt. Eberhard wollen Dann, nie Leber. ja. Das habe ich auch im Kopf. Und es wäre scheiße, wenn das nicht stimmt. Würde ich mich ärgern, weil das habe ich so Und direkt das ist so drin es irgendwie. stimmt. Das stimmt. Geil. Ja. Ich freue mich. Das war Zwei nämlich. Kannst du Punkte uns nicht veräppeln für hier? beide. Zwei! Ja, klar, Ach Power. ja. Powerfrage, hallo. Ah, das war der sechste Bonus-Powerfrage. Wie hieß das Schaf? Mit welchem Schafsnamen kann Otto die Konsulin in den Sofortschlaf schicken? Die Konsulin in den So. Ach so, ja klar. Deswegen habe Das ich. ist ja im Flugzeug nachher. Deswegen habe ich meine Frage nicht weiter ausgeführt. Ah ne, das ist nicht im Flugzeug, ist das mit dem Ernesto, wo er den Namen sagt. Hast du einen zweiten Namen? Ich? Du musst ihn nicht nennen. Hast du einen zweiten Namen? Nee. Ich habe einen zweiten Namen. Und er heißt Harald. Ich heiße Bastian Harald. Echt jetzt? Meine Wirklich? Kinder machen sich die ganze Zeit lustig drüber. Weil hätte ich das gewusst, hättest du die ganze Zeit Harald Ja, das soll ich mir anhören den ganzen Tag schon an wegen meinen Kindern. Sebastian Harald. Harald. Papa, du musst jetzt die Augen zumachen. Das kann der sechste Schaf, wie es Eva hat, dem wurde schon die Leber. Das ist so geil. Wieder Punkt. Ihr habt beide 2 Punkte. Oh, ach so. Boah, jetzt ist aber Also, du hier checkst aber auch auf keinem vier. Auge, oder? Das Nee. gibt's gar nicht. Wie in der Schule. Aber immer Mich so hat mal tun, gell? Mich Immer hat so mal ein tun, das ist wichtig. Erdkundelehrer abgefragt und ich habe eine 5 gekriegt oder so. Und dann hat er mich nochmal abgefragt beim nächsten Mal, habe wieder eine 5 gekriegt und dann hat er gesagt, ich frage dich jetzt so lange ab, bis du es kannst. Ich habe, glaube ich, 6, 7 Mal eine 5 gekriegt. Ja. Naja. So war das. Welche Firma buchte Product Placement im Film? A. Geberit für Toilettenbecken, B. Alete für Babybrei, C. Kellogg's für Müsli und D. Dickerhoff für Zement. Was war die Frage nochmal bitte? Das habe ich jetzt. Welche Firma Product Placement im Film buchte? Ach so, also in echt.
in echt. Das darf ich nochmal hören. Ich glaube, ich weiß. Geberit für Toilettenbecken, Alete für Babybrei, C. Kellogg's fürs Müsli und Dückerhoff für Zement. Ganz schnell, nur die Namen. Geberit, Alete, Kellogg's, Dückerhoff. Und jetzt reicht's. Mir reicht's auch. Was hast du? Keine Ahnung, B. Ich hab Müsli, Kellogg's. Korrekt. Du gehst in Führung, ich hab immer noch Patrick. Bauknecht im Kopf, aber das war im zweiten Film, glaube ich. Ich habe im Kopf, dass ich irgendwann mal entdeckt habe, dass gigantische Mengen Müsli im Hintergrund standen, in irgendeinem Schrank oder so. Also wirklich auffällig groß. Das ist mir aber explizit auffallen. Das war kein Bauchgefühl, sondern habe ich gedacht, oh wow, da hat Kellogg's anscheinend hier Wusstet ihr, wofür Werbung. Kellogg's eigentlich erfunden wurde? Hühner füttern. Nee, Kellogg's wurde von einem Arzt erfunden, der Kellogg hieß. Der wollte doch so eine für gesunde Ernährung und gesunde Darm. Der wollte das Scheiße nicht mehr stinken. Mm-mm. Ich habe so einen Film über den gesehen. Ist das also Wort. Es ist gesund, es sollte gesund sein und irgendwie für eine gute Ernährung sorgen, die aber Leute von der Masturbation abhalten soll. Also wenn man Kellogg's aß oder so hat er sich das vorgestellt, dann ist man so ausgewogen und super gut genährt, dass man jetzt keinen Grund mehr hatte zu masturbieren. Jetzt so schön, wie der Sexualtrieb nie akzeptiert wird. Mhm. Jetzt wird mir so einiges klar. Unterdrückt werden. Und er selber hatte irgendwie, er hatte keinen Sex mit seiner Frau und so 11 adoptierte Kinder oder sowas. Ja. Grund? Ja, weil er eben das nicht, also er hatte den Eindruck, dass Sexualtrieb gesundheitsschädigend war. Okay, gut. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Angefahrener Scheiß, echt. Paddy Fürth, das ist nicht so schön. Und dabei komme ich gar nicht aus Fürth, sondern aus Köln. Der alte Nürnberger Witz. Küss mich da, wo es stinkt, alles klar, fahren wir nach Fürth. Otto versucht es mit ehrlicher Arbeit, auch wenn es ihm schwer fällt. Bei welchem Job gibt er eine kleine Show-Einlage? Bei der Fleischzerlegung als Tellerwäscher, als Koch oder als Fensterputzer? Tellerwäscher. B. Korrekt. Ist das B, Tellerwäscher? Ja. Das ist auch echt mega geil, was er da macht. Hammer. Ja. So ein Talent. Mhm. Wow, was er da abzieht. Stark. Wirklich stark. Frage Nummer 4. Otto geht mit seiner Angebeteten Silvia in seinen Lieblingsimbiss Stavros. Grieche. Welche leckeren Spezialitäten nehmen die beiden zu sich? Hasenchampagner, also A. Hasenchampagner, Rammler-Ragout und Kaninchengebäck. B. Schinken-Mai-Tai, Bacon-Ferkel und Speck-Kompott. C. Buletten-Cocktail, falscher Hase und Hackfleischpudding. Oder D. Kalb Caipirinha, Rinderrücken und Stierkuchen. Weißt du es? Ich hab gedacht, ich weiß es. Es wurde aber doch nicht durcheinander gebracht. Ich weiß es. Ich glaube, das schreib du mal erstmal. Klingt alles nicht so geil, muss ich ehrlich zugeben. Das ist doch halt das Geile, was er. Dann bringt der auch immer, lecker Stavros, danke. Ich habe irgendwann einen Hasenkopf gehabt, das kommt dann bei A und C vor. Und ich glaube, das war nur der falsche Hase. Also, was hast C du? C habe ich. C stimmt. Oh, ich wäre fast bei A gelandet. Ja. Mist. Wer hat noch Fürste? Da kommt der immer so geil an. Oh, Otto. Bulettenkopf. Oh, ist doch mein Lieblingscocktail. Und zwar an dieser Stelle möchte ich mal meinen Bruder grüßen. Der schaut unsere Videos öfter mal. Und ich glaube, das Otto-Quiz guckt er auch. Ich bin mal gespannt, ob er mir was dazu schreibt, ob er den Gruß empfangen hat. Wir werden es erfahren. Also er kann auch nicht behaupten, er hätte das Video gesehen. Mhm. Weil wir, also du kannst ihn ja leicht überprüfen. Weil wenn er es gesehen hätte, dann hätte er wahrscheinlich auf deinen Gruß reagiert. Das ist das Ziel, das sage ich. Wenn er das morgen schon sagt, ist es unheimlich, weil dann ist das ja noch mega lange nicht online. So ist es. Schauen wir mal. Frage Nummer 5. Wer ist der Darsteller des Herrn Astrid, der als Chauffeur die Reichen und Schönen veredelt? Er hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Otto. A. Wolfgang Kleff. B. Herbert Kleff.
C. Peter Klöff oder D. Heribert Cliff? Kennst du die Story? Da kann ich nur eine Story erzählen, wenn ich es nicht verhaue und voll verkacke. Kannst du nochmal schnell den Namen vorlesen? Und dann kann der Paddy gleich die Story erzählen. A. Wolfgang Kleff, B. Herbert Kleff mit Ä, C. Peter Klöff und D. Heribert Cliff. Dann mache ich A. Du weißt es? Ja, Fußballspieler. A. Ja, stimmt. Okay, ich kann da irgendeine Erklärung nennen. Wolfgang Kleff ist ehemaliger Fußballer, unter anderem Borussia und Fortuna, und wird scherzhaft seit vielen Jahren als Otto bespitznamt. Er trat als dieser auch noch in Werner Beinhardt von 1990 auf. Stimmt, als Otto. Das habe ich nicht. Da kommt jemand rein, der offensichtlich nicht Otto ist, aber sehr wie Otto ausschaut. Da wäre noch bei Werner Beinhardt, der ist doch am Anfang. Kennst du den Film? Mm-mm. Müssen wir gucken. Da müssen wir ein Quiz drüber machen. Macht ein Werner Beinhardt-Quiz. Werner Beinhardt. Das ist Kulturgut. Also vergesst keinen Ballon, vergesst alles, vergesst zurück in die Zukunft, Werner Beinhardt. Also, boah, das ist Kultur. Da bin ich teilweise anderer Meinung, vom Status her. Aber es ist auch gut. Werner findet so geil, weil er zu dem Zeitpunkt von Werner älter war als bei manch anderen Filmen eventuell. Und deswegen war es prägender, dass du den zum ersten Mal angeguckt hast. Der ist ja am Anfang bei diesem König. Ja, genau. Der den König zum Lachen bringen soll und so. Und dann sieht er da sagt er halt, Heinz Erhardt war schon hier, der hat mich nicht zum Lachen gebracht, den habe ich umgebracht. Woody Allen und so. Und dann wird Otto reingeführt und wird geköpft. Und das ist dann er wahrscheinlich. Genau, dann der Wolfgang Kleff. Und da gibt es auch eine geile Story. Ein paar Jahre später gab es einen Skandal in der Bundesliga. Das waren ja noch so Spieler, die haben ja ihren Emotionen freien Lauf gelassen. Ich mag das ja. Ich mag das ja heute nicht, wenn die alle so aalglatt die 80.000. Medienschulung und nach jedem Spiel immer das Gleiche sagen, vor jedem Spiel immer das Gleiche sagen. Keiner hat mehr Ecken und Kanten. Und der war über irgendwas, hatte der Streit mit dem Trainer oder so, oder war abgefuckt, dass der Verein ihn hat hängen lassen und verkaufen wollte oder so. Und da hat er als Abgang seinen blanken Arsch dem Trainer gezeigt. Hat gesagt, fick dich hier, zack, und hat den Arsch gezeigt. Mega geil, heute undenkbar sowas, weißt du? Und dann absolut geile Aktion. Ich mag das ja so. Ich finde das ja heute alles so glatt gebügelt und da gibt es keine Originale mehr im Fußball. Ich bin ehrlich, du musst noch einen Punkt. Ja. Leider bist du noch einen Punkt vorne. Wolfgang Kleff, geiler Typ. Frage Nummer 6. Das Bankräuberteam Hähnlein und Sonnemann verhält sich während des Überfalls seltsam. Yep. Wie? A. Sie fragen den Filialleiter nach Anlagemöglichkeiten. B. Sie lispeln beide und missverstehen ständig einander. C. Sie geben sich Tipps, wie man die Beute am besten anlegt. Oder D. Sie geben lautstark sehr persönliche Informationen über sich preis. Du weißt? Ja, du auch, oder nicht? So einfach. Ich denke es, aber ich muss immer nur an den Alarmknopf denken. Hast du? Ich habe D. Natürlich. Ja, gut. Sehr gut. Und jetzt sind noch die, ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, das sind zwei bekannte ein bekannter Schauspieler und ein bekannter Synchronsprecher. Die sind eigentlich beide. Ist der eine nicht eher von Mannkopf oder so? Felix. Ich kenne die beide halt von tausend anderen Sachen, aber wie die heißen, weiß ich nicht. Bonusfrage. Was passiert, als Otto den Alarmknopf in der Bank drücken will? Gut, dass ich es nicht ausgeführt habe. Ja, muss man das jetzt, okay. Weißt du es? Du weißt es. Nee, ich weiß es nicht. Oh, das ist so ein kleines Detail. Scheiß Alarmknopf. Gut, dass ich es nicht ausgeführt Also ich hab ja den Film nicht gesehen. Aber sag nicht so viel. Sehe hier die, Sag nicht so viel. Ja. Oh nein. Wollte nur sagen, dass ich es lustig finde. Ja, eben, aber sonst kommt er noch drauf. Das ist es ja. Oh nein. Oh, das wäre ein Ausgleich, das war der Hammer. Gibt es zwei Punkte jetzt? Nee. Schade. Mann. Was scheißt denn so, bist du? Oh Mann, das tut mir voll leid, dass ich das nicht mehr weiß. Ich weiß, wie er mit dem... Ist auch in der Bank mit dem Kleff oder nicht? Nee, das ist nicht in der Bank. Ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass ich gesagt. Was? Ich weiß es. Nein. Ja, ja. Nein.
Du hättest kurz nachdem ich fertig war, Zeit zählen müssen. Er drückt auf eine Brustwarze und die Frau. Und die Frau. Ein Glück, ein Glück, ein Glück. Und die Frau macht dann. Hui, hui, hui. Mann, ja. Das wäre mein Punkt gewesen. Oh, ein Beide Glück. Haben Boah. Recht. Mann, das war jetzt spannend. Boah, das war knapp, ey. Ein Mann. Glück ist mir das doch eingehört. Ich dachte, der hat den Film doch gesehen. Auch drüber. Mann! Das ist aber auch. Der Otto hat's mit großen Brüsten. Da ist doch noch. Da gab's noch ein paar Szenen, oder? Wechsle ich das jetzt mit das mal aus Versehen dann so, das ist auch immer, und bei Nackte Kanone ist ja auch so, wo er die Melonen so fühlt und dann ist er plötzlich bei packt einer Frau an die Brüste, der Leslie Nielsen. Die Filme habe ich mal weggesetzt. Mega. Grausam. Ja, dass du Unlustig. Das jetzt sagst, dann müsste ich eigentlich aufstehen und gehen. Dann geh. Also wirklich, geh. Das ist ja Wahnsinn. Geh. Frage Nummer 7. Das Geschenk für den edlen Retter von Silvia ist ein sündhaft teurer Wein mit welchem Jahrgang? A. 1799, B. 1699, C. 1899 oder D. 1599? Du weißt es? Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen die Antwortmöglichkeiten nicht gut. Ja. Die sind schlecht. Unrealistisch. Die sind, ja. Das ist 1899, ja. Da hätte man 1898, ja. 1901, sowas hätte man machen müssen, aber nicht, wo welcher Wein ist denn, das war nicht gut. Kleiner Kritikpunkt, aber. Fragesteller ist kein Weinkenner. Ja, ja, aber ist nicht schlimm, alles gut. Wir haben ja immer Sachen, die nicht so rund laufen, irgendwelche Kleinigkeiten. Und ich finde es auch okay, das wenn auch man gemacht. Die sagt. Mhm. Ne? Muss man ja auch bei aller Kritik. Aber wir sind dir immer noch bei allem Lob ultra dankbar. Kann man mal auch einen Kritikpunkt unterm Strich wirklich extrem super, wie du das hier machst, Alex. Frage. Du auch übrigens, Lisa. Natürlich, natürlich. Danke. Frage Nummer 8. Powerfrage. Yay! Yeah. Gibt es dann 2 Punkte? Wodurch wurde die Darstellerin der Kammersängerin Grünenthaler im Creme de la Creme Jahre später im TV bekannt? A. Als Dörte Reichhardt in Rote Rosen, B. Als Oma Violetta in Zirkus Halligalli, C. Als Rosemarie Koch in der Lindenstraße, D. Als Oma Scharif im Schmiteinander. Weißt du es? Leider nicht. Ich weiß es. Ich auch. Warum? Du? Ja? Sag nichts, Lisa. Du kennst doch den Film gar nicht. Dann weißt du auch gar nicht, wer im Film das... Ich weiß es, weil die Antwort hier drauf steht. Ach so. Ich dachte, hast du umgeklappt schon? Mhm. Ach, ich dachte, du klappst immer um, wenn du... Mhm. So, okay. Betty, die Zeit läuft. Ich brauche noch. Ja, Moment mal. Also einmal kann ich noch mal anhören so in Ruhe. Die Antwortmöglichkeiten. Sag noch mal. Ich muss die Chance jetzt nutzen. A. Als Dörte Reichhardt in Rote Rosen. B. Als Oma Violetta in Zirkus Halligalli. C. Als Rosemarie Koch in der Lindenstraße. D. Als Oma Scharif in Schmiteinander. Das ist alles so viel später. Und wenn du... Achso, du weißt es, weil... Ach, das. Oma Scharif, war das eine Schauspielerin? Ich kenne die in Schmiteinander, aber ich sag die, ich nehme die. Aber ich dachte immer, das wäre keine professionelle Schauspielerin gewesen, aber anscheinend doch, ich nehme Oma Scharif tatsächlich in Schmiteinander. Aber Mist, ich weiß es nicht mehr. Ich habe eh. Was Halligalli? Ist das? Halligalli ist halt so spät. Das ist richtig, Halligalli war 30 Jahre später. Und sowas weiß ich, weil ich immer so neugierig bin und gucke, was haben die Leute früher so gemacht oder kennt man die oder... Und dann bin ich auf Otto gestoßen. Witzig. Halligalli, dachte ich, war mir zu spät, weil Otto, das war 84. Hatte aber Oma Violetta ist die geilste, ist 30 ohne Scheiß. Jahre später. Schwarz. So ein Mist. Das war die letzte Frage, oder? Nee, das war Frage Nummer 8. Okay, wow. Oh, das war schwach. Das spannend, war schwach. Spannend. Das war übrigens eine Powerfrage. Also 2 Punkte ja. Für mich. Ah, oh, ich führe. Das war eine Powerfrage. Das ist die Macht der Powerfragen. Boah, dass das eine Powerfrage war, ist natürlich schwach. Scheiße. Frage Nummer 19. In der legendären Szene auf dem Friedhof parodiert Otto zeitgleich 2 Musikgrößen aus völlig unterschiedlichen Genres. Ja, toll. Mit Antwortmöglichkeiten? Welche? Mit Antwortmöglichkeiten? Ich verlasse weg und wir schreiben es einfach auf. Ja. Du bist, okay.
Michael Jackson und Heino. Ja, gut, habe ich auch. Welche Folgen, also beides richtig, bei dem Punkt. Welche Folgen hatte die offensichtliche Parodie auf Heino? Das ist jetzt ohne Antwortmöglichkeiten und gibt zwei Punkte. Gibt einen Punkt, Sebastian. Ach so, okay. Also jetzt ist so. Langsam wird es aber unangenehm mit den Punkten, dass du das immer noch nicht checkst. Die sind mir alle ein bisschen zu hoch. Der verarscht. Was für Folgen? Unangenehme? Welche Folgen hatte die offensichtliche Parodie auf Heino? Unangenehm das stand hier von mir, ja, weil ich das im Kopf noch hatte. Moment, ich hab's. Weißt du's? Nö. Ich schreibe halt nur irgendwas auf. Ich schreibe auch irgendwas auf. Was hast du aufgeschrieben? Mehr Plattenverkäufe. Ja, der Song Schwarzbraun ist die Haselnuss war wieder in den Charts, habe ich geschrieben. Heino tobte und er verweigerte jeden Kontakt zu Otto. Es kam zu einer gütlichen Einigung bis 2019. Keinen Punkt? Zu keiner gütlichen Einigung. Boah, krass. Bis 2019. Und was ist 2019 dann entschieden worden? Boah, steht warum hat ein Heino nicht so... Hätte ich das mal gewusst, ich hab Heino ja getroffen vor ein paar Jahren auf einer Party. Mhm. In Berlin unter den Linden 1 war die Party tatsächlich. Und einer, mit dem ich da war, kannte Heino. Und dann kam der zu uns und hat sich mit uns dann unterhalten. Und in dem Rahmen hätte ich ihn da mal mit konfrontieren können. Schade. Mist, ich mache sowas ja extrem gerne. Die Leute konfrontieren. Ja, oder halt fragen, wenn ich hatte ja schon öfter mal die Möglichkeit, Leute zu treffen, die man nicht jeden Tag trifft. Und dann habe ich mir manchmal entsprechend auch mal Freunde gemacht. Gefragt, was nicht vielleicht, was andere Leute vielleicht eine Nähe. Keinen Punkt, würden. Ich führe immer noch. Ja. Naja. Das wär's. Schauen wir mal, ob die letzte Frage daran etwas ändern. Ich hätte nie gedacht, dass ich so gut mithalte. Ja, gut, aber wenn es um Schauspielnamen geht, dann das ist deine Stärke immer. Von daher. Also, Alexander, wir sagen es jetzt schon mal, wenn das hier wieder unentschieden ausgeht, dann brauchen wir auf jeden Fall einen. Dann lassen wir das offen. Ja. Das wäre geil. Das wär geil. Aber das dauert dann ja noch ein Jahr. Ja, aber wurscht. Das wäre ja umso spannender. Ja, eben. Was haben wir alle, laut Otto, am Ende dieses Films gelernt? A. Flugzeugträger sind zu klein. B. Wir brauchen Brillen. C. Rio ist viel größer. D. Geld macht hässlich. Weißt du's? Bitte nochmal. Ich habe zumindest eine Sache erkannt, die erwähnt wurde. A. Flugzeugträger sind zu klein. B. Wir brauchen Brillen. C. Rio ist viel größer. D. Geld macht hässlich. Es könnten mehrere sein. Also ich muss sagen, der überlegt sich wirklich sehr, sehr gute Alternativantworten. Mhm. Nicht so psychologisch leicht auseinandernehmbar wie bei mir. Ja. Da liegt es auch daran, dass wir ihn nicht kennen. Mhm. Hast du was? Ich habe jetzt einfach mal A genommen. Was ist das? Flugzeugträger sind zu klein. Ich habe Rio ist nämlich auch was, größer, aber die wollen auf den Flugzeugträger... Und er hat auch mit den Brillen, sagt er halt auch, ja, Brillen aber die können wollen auf dem Flugzeugträger landen, glaube ich. Das bedeutet für Sebastian... Gleichstand. Den Gleichstand, ja. Mein Glück! Oh, weil, dass sie auf dem Flugzeugträger landen, da war ich gerade ein bisschen... Da hatte ich Angst. Aber da war was mit Flugzeugträger. Ich weiß, absolut. Aber ich freue mich, ich habe nicht verloren. Ich glaube, der Kapitän sagt, dass sie den Landeanflug auf Rio machen und dann gucken halt diese kölschen Karnevalsleute in dem Flugzeug aus dem Fenster und sagen, das soll Rio sein. Das habe ich mir aber viel größer vorgestellt. Und deswegen... Stimmt, viel größer drin. Die Flugzeugabsturzszene ist, glaube ich, aus deiner Lieblingsfilme geklaut. Film geklaut. Nee, aus einem ich glaube, die ist aus irgendeinem alten Film. Nicht, ja. Okay. Das ist aus irgendeinem... Und eine große Gastrolle ist ja auch, dass Johannes Hesters mitgespielt hat. Natürlich, junger Freund, wir sind doch kultiviert. Ja, irgendwie mit dem Wein hat er wohl so 86 Jahre alt war oder sowas. Mhm. Und dann wurde er noch 100. Ja, der wurde alt, 107 oder so. Ja, so. Und da will der das Geschenk von Otto, weil er hat ja diese Flasche Wein geschenkt bekommen dafür, dass er diese Tochter gerettet hat. Und dann trinkt er die mit dem Hesters.
Und dann sagt halt der, ne, Otto braucht halt das Geld und ist extrem verzweifelt. Und Johannes Hesters trinkt dann mit Otto das Zeug. Und dann sagt er, diese Flasche wurde doch auf einer Auktion letztes Jahr in Paris versteigert. Wenn ich nicht irre, hat sie 9.876 Mark und ich glaube 50 Pfennige eingebracht. Dann war so eine Hasenjagd, wo dann, und der erste Preis ist dieser Pokal im Werte von 9.876 Mark und 50. Alles war so teuer. Und das ist so eine mega Idee, wenn alles genau diesen Betrag kostet. Ich habe mich totgelacht. Das war einfach so geil. Ich hätte fast gewonnen, aber so bleibt es spannend. Es war geil, Sebastian. Es war großartig. Das ist wirklich echt geil. Zweimal ausgeglichen. Du hast halt deine Stärken mit den Namen. Ich habe meine Stärken Inhalt. Und dann das ist schon. Und am Ende ging es aus wie bei der Dschungel-Olympiade. Das weiß immer keiner, wenn ich das sage. Weißt du, was ich meine? Ich hatte den als Kind auf VHS. Da gibt es das Eishockey. Ja, natürlich. Ja, ich kenne den Film. Als immer wieder zwischen rein wiederholende Geschichte kommt dann die Sache mit dem Marathonlauf, wo dann zwei laufen, Frau und Mann, die verlieben sich dann während des Laufes und laufen dann Hand in Hand durchs Ziel. Da gibt es ein Unentschieden. Das finde ich eine schöne Metapher. Ja, das ist ja ganz super. Also, das war Otto Teil, haben wir eben schon gesagt, Otto Teil 1. Teil 2. Nein, ich nenne Otto den Film immer Otto Teil 1, aber das Otto ist Teil 1, das Quiz Teil 2. wir sehen uns bei Teil 3, hoffentlich, genau. Alexander, please.